Willkommen bei Direkter Demokratie jetzt. Bevor wir ins Detail gehen, möchte ich eine grundlegende Frage stellen, die Jiddu Krishnamurti, einer meiner Lieblingsphilosophen, aufgeworfen hat. Why don't you change? Warum tun wir nicht mehr, um die Welt zu verändern? Diese Frage ist zentral für unser Thema heute. Wir, bis jetzt erst zwei, setzen uns dafür ein, dass Bürgerinnen und Bürger direkt über politische Entscheidungen mitbestimmen können. Inspiriert von der athenischen Demokratie, in der die Menschen selbst über die wichtigen Fragen ihrer Zeit entschieden haben. Unsere Initiative steht für mehr Transparenz, Mitbestimmung und Verantwortung in der Politik. Direkte Demokratie ist heute wichtiger denn je. In einer Zeit, in der Bewegungen wie Fridays for Future und die letzte Generation zeigen, dass viele Menschen unzufrieden mit dem aktuellen politischen System sind, brauchen wir neue Wege der Beteiligung. Diese Bewegungen fordern Veränderung und das zu Recht, wie ich finde. Doch um diese Veränderung wirklich nachhaltig und demokratisch umzusetzen, müssen wir alle die Möglichkeit haben, direkt an den Entscheidungen teilzunehmen. Direkte Demokratie bietet genau das, die Chance, gemeinsam und unmittelbar über unsere Zukunft zu bestimmen. Ich stelle die Protestbewegungen hier vor. Fridays for Future. Fridays for Future ist eine Bewegung, die von jungen Menschen auf der ganzen Welt ins Leben gerufen wurde. Die Bewegung begann mit der schwedischen Schülerin Greta Thunberg, die 2018 begann, freitags die Schule zu schwänzen, um vor dem Parlament für mehr Klimaschutz zu protestieren. Ihre Botschaft war klar. Die Erwachsenen tun nicht genug, um den Klimawandel aufzuhalten, und die jungen Menschen müssen diese Konsequenzen tragen. Heute gehen Millionen junger Menschen in vielen Ländern auf die Straße, um an den sogenannten Klimastreiks teilzunehmen. Sie fordern von den Regierungen, mehr gegen den Klimawandel zu tun und die Zukunft des Planeten zu sichern. Das Besondere an Fridays for Future ist, dass diese Bewegung auf friedlichen Protesten und dem Druck durch öffentliche Aufmerksamkeit aufbaut. Die Demonstranten wollen die Politik dazu bringen, ihre Versprechen einzuhalten und sofortige Maßnahmen gegen die Klimakrise zu ergreifen. Die letzte Generation. Die letzte Generation ist eine andere Bewegung, die sich ebenfalls für den Klimaschutz einsetzt, aber sie geht dabei radikaler vor. Diese Gruppe besteht aus Menschen, die glauben, dass die Situation so ernst ist, dass normale Proteste nicht mehr ausreichen. Sie nutzen zivilen Ungehorsam, um auf die Dringlichkeit des Problems aufmerksam zu machen. Das bedeutet, dass sie bewusst gegen Gesetze oder Regeln verstoßen, um ein Zeichen zu setzen. Zum Beispiel blockieren sie die Straßen, kleben sich an Kunstwerke in Museen oder stören öffentliche Veranstaltungen. Ihr Ziel ist es, die Menschen aufzurütteln und die Regierung zu zwingen, sofortige und radikale Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Viele finden diese Methoden zu extrem, aber die letzte Generation argumentiert, dass es notwendig ist, um die dramatischen Folgen des Klimawandels abzuwenden. Gegenüberstellung der beiden Bewegungen, Ziele und Methoden. Fridays for Future. Ziele: Fridays for Future möchte, dass die Regierungen weltweit ambitionierte Maßnahmen ergreifen, um den Klimawandel zu stoppen. Sie fordern unter anderem, dass die Treibhausemissionen drastisch gesenkt werden und dass die Politik die Pariser Klimaziele ernsthaft umsetzt, um die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Methoden. Diese Bewegung setzt hauptsächlich auf friedliche Proteste und öffentliche Demonstrationen. Sie veranstalten regelmäßig Klimastreiks,
bei denen Schüler und Studierende freitags auf die Straße gehen, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Ihre Stärke liegt in der Zahl der Teilnehmer und der globalen Vernetzung, was großen medialen Druck auf die Politik ausübt. Die letzte Generation. Ziele. Die letzte Generation verfolgt ähnliche Klimaziele wie Fridays for Future, doch ihre Hauptforderung ist, dass sofort gehandelt wird, um katastrophale Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. Sie wollen, dass die Regierung sofortige Notfallmaßnahmen ergreift, um den Planeten zu retten. Methoden. Die letzte Generation geht dabei deutlich radikaler vor. Sie greifen zu Mitteln des zivilen Ungehorsams, das heißt, sie verstoßen bewusst gegen Gesetze, um ihre Botschaft zu verbreiten. Das kann bedeuten, dass sie Straße blockieren, sich an öffentlichen Orten festkleben oder Kunstwerke attackieren. Diese provokativen Aktionen sollen die Dringlichkeit ihres Anliegens unterstreichen und die Regierung zu schnellem Handeln zwingen. Erfolg und Kritik. Fridays for Future. Erfolge. Diese Bewegung hat weltweit große Aufmerksamkeit erregt und das Thema Klimaschutz in den Vordergrund der politischen Debatten gerückt. Durch die breite Unterstützung, besonders durch junge Menschen, haben sie es geschafft, dass Klimapolitik heute viel stärker in den Fokus der Regierung gerückt ist. Einige Länder, immer noch sehr wenige, haben aufgrund des Drucks sogar ihre Klimaziele verschärft. Kritik. Kritiker werfen Fridays for Future jedoch vor, dass ihre Proteste zwar laut und sichtbar sind, aber nicht immer konkrete Ergebnisse liefern. Manche sagen, dass es zwar gut ist, auf die Straße zu gehen, aber ohne direkte politische Lösungen und Veränderungen bleiben die Forderungen oft folgenlos. Die letzte Generation. Erfolge. Die radikalen Aktionen der letzten Generation sorgen dafür, dass das Thema Klimakrise regelmäßig in den Medien diskutiert wird. Sie schaffen es, Aufmerksamkeit auf die Dringlichkeit des Problems zu lenken und eine öffentliche Debatte anzustoßen. Kritik. Diese Methoden sind jedoch sehr umstritten. Viele Menschen finden es unangemessen, Gesetze zu brechen oder das tägliche Leben anderer zu stören, um auf ein Problem aufmerksam zu machen. Kritiker argumentieren, dass solche extreme Aktionen eher Ablehnung als Unterstützung hervorrufen und der Sache langfristig mehr Schaden als Nutzen könnte. Zusammenfassung. Beide Bewegungen haben das gleiche Ziel, den Kampf gegen den Klimawandel. Aber sie nutzen unterschiedliche Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Fridays for Future setzt auf Massenproteste und öffentliche Aufmerksamkeit, während die letzte Generation radikalere, oft provokante Aktionen nutzt, um die Dringlichkeit ihres Anliegens zu betonen. Beide Ansätze haben ihre Stärken und Schwächen und die Gesellschaft reagiert unterschiedlich darauf. Verbindung zur direkten Demokratie. Bürgerbeteiligung. Sowohl Fridays for Future als auch die letzte Generation haben eines gemeinsam. Sie fordern, dass die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger mehr Gewicht in der Politik haben. Die Mitglieder dieser Bewegung sind frustriert, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Anliegen nicht ernst genommen werden und dass die Politiker nicht schnell genug handeln. Sie wollen nicht einfach nur passiv zusehen, sondern aktiv mitbestimmen, wie unsere Zukunft gestaltet wird. Das sehen wir auch in den Protesten. Ob durch friedliche Demonstration oder radikale Aktion, beide Bewegungen versuchen, den politischen Druck zu erhöhen, damit die Politik endlich auf ihre Forderungen reagiert. Doch letztendlich geht es immer um das Gleiche. Sie wollen, dass ihre Stimme gehört wird und dass sie einen echten Einfluss auf Entscheidungen haben. Direkte Demokratie als Lösung. Hier kommt die direkte Demokratie ins Spiel. Sie bietet genau das, wonach diese Bewegungen rufen, eine Plattform, auf der alle Bürger direkt über wichtige Fragen abstimmen können, ohne sich auf gewählte Vertreter verlassen zu müssen. In einer direkten Demokratie
hätten diese Menschen selbst das letzte Wort, wenn es um entscheidende Themen wie den Klimaschutz geht. Sie können direkt darüber abstimmen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, anstatt darauf zu hoffen, dass diese Politiker irgendwann in ihrem Sinne handeln. Das würde bedeuten, dass nicht nur ein paar wenige Entscheidungsträger bestimmen, was für das Land oder die Welt am besten ist, sondern dass die gesamte Bevölkerung an der Entscheidungsfindung beteiligt ist. Und das wäre ein echter Schritt zu mehr Bürgerbeteiligung und zu einer Politik, die wirklich den Willen der Mehrheit widerspiegelt. Ein Kritikpunkt, den man oft hört, ist, dass diese Aktivisten der letzten Generation, also die Klimakleber, nur wohlstandsverwöhnte Menschen seien, die sich aus Geltungsbedürfnis und Langeweile an Straßen festkleben. Es wird ihnen vorgeworfen, dass sie in ihrer privilegierten Position den Bezug zur Realität verloren haben und deshalb auf extreme Methoden zurückgreifen. Doch anstatt die Menschen für ihre Methoden zu verurteilen, sollten wir uns fragen, warum sie zu solchen Mitteln greifen. Ihr Handeln zeigt, dass sie sich von der aktuellen Politik nicht ernst genommen fühlen. Sie sind der Meinung, dass es ihnen sonst niemand zuhört. In einer direkten Demokratie, in der jede Stimme zählt, könnten diese Menschen ihren Protest in konstruktive Beteiligung umwandeln. Sie müssten nicht mehr zu extremen Maßnahmen greifen, um gehört zu werden, weil sie eine echte Möglichkeit hätten, über die Zukunft zu bestimmen, über ihre Zukunft zu bestimmen. Zusammenfassung. Die direkte Demokratie bietet eine Antwort auf die Forderungen beider Bewegungen. Anstatt nur Druck auszuüben, könnten alle Bürgerinnen und Bürger direkt an den politischen Entscheidungen beteiligt werden. Dies würde nicht nur die Kluft zwischen den Aktivisten und der restlichen Gesellschaft verringern, sondern auch sicherstellen, dass wichtige Entscheidungen im Einklang mit dem Willen der Mehrheit getroffen werden. Schließlich ist es auch deren Leben und sie müssen das ausbaden, was wir ihnen hinterlassen. Meine Initiative als logische Weiterentwicklung. Bewegungen als Teil eines größeren Ganzen. Fridays for Future und die letzte Generation haben bereits enorme Aufmerksamkeit auf das Thema Klimaschutz gelenkt und wichtige Impulse gesetzt. Sie haben gezeigt, dass viele Menschen unzufrieden mit dem aktuellen politischen System sind und dass sie bereit sind, dafür auf die Straße zu gehen. Diese Proteste sind wertvoll, weil sie die Dringlichkeit und den Handlungsbedarf klar machen. Aber Proteste alleine können nur so weit gehen. Hier kommt meine Initiative Direkte Demokratie jetzt nach athenischem Prinzip ins Spiel. Sie ist die logische Weiterentwicklung dieser Bewegungen, weil sie eine dauerhafte und systematische Möglichkeit bietet, diese Impulse in echte politische Entscheidungen zu verwandeln. Anstatt nur laut zu rufen, können die Menschen direkt mitentscheiden. Diese Initiative ermöglicht es, dass Bürgerbeteiligung nicht nur in Ausnahmefällen oder Krisenmomenten stattfindet, sondern dauerhaft und systematisch in den politischen Prozessen integriert wird. Konkrete Vorteile. Der Hauptvorteil der direkten Demokratie ist, dass sie Entscheidungen hervorbringt, die wirklich den Willen der Bevölkerung widerspiegeln. Wenn Menschen direkt über wichtige Themen abstimmen können, entstehen Entscheidungen, die demokratisch legitimiert sind und auf einem breiten Konsens basieren. Das führt nicht nur zu einer höheren Akzeptanz der Entscheidungen, sondern auch zu einer Politik, die näher an den tatsächlichen Bedürfnissen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger ist. Langfristig könnte direkte Demokratie zu stabileren und nachhaltigeren Lösungen führen, weil sie auf einen echten Dialog mit der Bevölkerung beruht. Die Menschen wären nicht mehr nur Zuschauer, sondern aktive Gestalter der Politik. Dies könnte auch dazu führen, dass der soziale Zusammenhalt gestärkt wird, weil die Bürger sehen,
dass ihre Stimme zählt und dass sie die Möglichkeit haben, wirklich etwas zu verändern. Durch meine Initiative wird Bürgerbeteiligung nicht nur eine Reaktion auf unzufriedenstellende politische Prozesse, sondern ein fester Bestandteil einer funktionierenden Demokratie. Dies könnte die Grundlage für eine neue, gerechtere und zukunftsorientierte politische Kultur sein, in der alle Menschen die Möglichkeit haben, ihre Zukunft aktiv mitzugestalten. Zusammenfassung: Die Protestbewegungen sind wichtige Schritte auf dem Weg zu einer Bürgerbeteiligung. Aber meine Initiative bietet einen nachhaltigeren und systematischeren Ansatz. Sie ermöglicht es, dass die Menschen nicht nur protestieren, sondern aktiv und dauerhaft an der Gestaltung der Politik teilnehmen können, was zu besseren und demokratisch legitimierten Entscheidungen führt. Jetzt, wo wir gesehen haben, wie wichtig Bürgerbeteiligung ist und welche Chancen direkte Demokratie bietet, möchte ich euch einladen, aktiv zu werden. Direkte Demokratie jetzt ist mehr als nur eine Idee. Es ist eine Bewegung, die darauf abzielt, jedem von uns die Möglichkeit zu geben, die Politik direkt mitzugestalten. Egal ob jung oder alt, jeder kann einen Unterschied machen. Durch eure Teilnahme an dieser Initiative könnt ihr sicherstellen, dass eure Stimme nicht nur gehört, sondern auch in konkrete Entscheidungen einfließt. Ihr habt die Möglichkeit, die Politik in eurem Land, in unserem Land, direkt mitzubestimmen und so die Zukunft aktiv zu gestalten. Schließt euch uns an und macht mit. Zusammen können wir dafür sorgen, dass die Anliegen, die uns allen am Herzen liegen, tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. Es ist großartig, dass so viele Menschen durch Proteste ihre Meinung kundtun und auf Missstände hinweisen. Aber um wirklich etwas zu verändern, reicht es nicht aus, nur zu protestieren. Wir müssen auch aktiv an den Entscheidungen teilnehmen. Direkte Demokratie gibt uns diese Möglichkeit. Stellt euch vor, was wir erreichen könnten, wenn wir die Kraft und die Energie der Protestbewegungen mit der Macht der direkten Demokratie verbinden. Anstatt nur Forderungen an die Politik zu stellen, können wir gemeinsam Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft gestalten. Das ist der nächste logische Schritt vom Protest zur aktiven politischen Beteiligung. Ich ermutige euch alle, lasst uns diese Chance nutzen und zusammenarbeiten. Lasst uns nicht nur laut werden, sondern auch handeln. Indem wir direkte Demokratie einführen, können wir sicherstellen, dass unsere Anliegen und Werte in der Politik wirklich berücksichtigt werden. Schließt euch unserer Initiative an und lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten, die wir uns wünschen. Zusammenfassung: Ich möchte hier deutlich machen, dass direkte Demokratie eine Möglichkeit bietet, echten Einfluss auf die Politik zu nehmen. Durch die Verbindung der Protestbewegungen mit der direkten Demokratie können wir nicht nur protestieren, sondern auch konkrete Veränderungen bewirken und die Zukunft aktiv gestalten. Meine positive Zukunftsperspektive: Stellt euch eine Gesellschaft vor, in der jeder einzelne Bürger wirklich zählt. Eine Gesellschaft, in der die Menschen nicht nur alle paar Jahre zur Wahlurne gehen, sondern regelmäßig über die wichtigsten Fragen unseres Zusammenlebens abstimmen können. Das ist die Vision einer direkten Demokratie. In dieser Zukunft bestimmen wir gemeinsam, wie wir mit den großen Herausforderungen unserer Zeit umgehen. Sei es der Klimawandel, soziale Gerechtigkeit oder technologische Entwicklungen. Jeder von uns hat eine Stimme. Und jede Stimme wird gehört. Das bedeutet, dass die Entscheidungen, die unsere Gesellschaft prägen, nicht mehr hinter verschlossenen Türen von wenigen getroffen werden, sondern von uns allen gemeinsam. In einer solchen Gesellschaft wird das Vertrauen in die Politik wiederhergestellt, weil die Bürger sehen,
dass ihre Meinung zählt und dass ihre Teilnahme echte Veränderungen bewirkt. Wir, du und ich, wir schaffen eine lebendige Demokratie, in der die Menschen aktiv und engagiert sind, weil sie wissen, dass ihre Beteiligung einen Unterschied macht. Diese Vision einer direkten Demokratie ist eine, in der die Macht wirklich beim Volk liegt. Es ist eine Gesellschaft, in der wir nicht nur für unsere Zukunft kämpfen, sondern sie auch aktiv gestalten. Eine Zukunft, die auf den Werten von Fairness, Mitbestimmung und Nachhaltigkeit basiert. Geschaffen von uns alle. Für uns alle. Lasst uns gemeinsam diese Vision Realität werden lassen. Es ist an der Zeit, dass wir die Zukunft selbst in die Hand nehmen und sie so gestalten, wie wir sie uns wünschen. Mit eurer Unterstützung und Beteiligung können wir diese positive, gerechte und nachhaltige Gesellschaft aufbauen. Ich bin überzeugt davon. Die direkte Demokratie ist der Schlüssel dazu und ihr seid der Motor, der diese Veränderung antreibt. Zusammenfassung. Der Abschluss malt ein inspirierendes Bild einer Zukunft, in der die direkte Demokratie eine zentrale Rolle spielt. In dieser Gesellschaft können die Menschen tatsächlich über ihre Zukunft mitbestimmen, was zu mehr Vertrauen in die Politik und einer aktiven, engagierten Bürgerschaft führt. Es ist eine positive Vision, die alle einlädt, gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Dabei ist es wichtig, dass wir uns nicht spalten lassen. Stattdessen sollten wir vereint für unser gemeinsames Interesse und unser Land einstehen. Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen bewältigen und die Veränderungen herbeiführen, die wir uns wünschen. Indem wir zusammenarbeiten, schaffen wir eine starke Gemeinschaft, die für eine gerechtere, nachhaltige und demokratische Zukunft eintritt. Ich möchte hier mit einem Teil von Jiddu Krishnamurti, Why Don't You Change, abschließen. Hört genau zu. Solange Sie unmittelbares Vergnügen, unmittelbare Befriedigung haben, sorgen Sie sich wirklich nicht. Sie sorgen sich nicht um Ihre Kinder, dass sie ermordet werden könnten. Sie haben wirklich keine tiefe, liebevolle Zuneigung zu ihnen. Wenn Sie sie hätten, würden sie alle Kriege verhindern. Anscheinend bedeutet keines dieser Dinge ihnen irgendetwas. Diese kraftvolle Frage bringt uns zur Überlegung, wie wir unsere Werte und Prioritäten ausrichten. Lass uns kurz darüber nachdenken. Wie oft handeln wir aus einem Impuls heraus, ohne die langfristigen Konsequenzen für uns selbst und für die kommenden Generationen zu berücksichtigen? In einer Zeit, in der wir alle aufgefordert sind, aktiv für unsere Zukunft einzustehen, ist es entscheidend, dass wir uns nicht nur mit unseren eigenen Bedürfnissen beschäftigen, sondern auch mit der Verantwortung, die wir tragen. In diesem Sinne, Georg der Träumer.